Als ich das letzte Mal mit meinem XB4 gefahren bin, da ist das vordere Differential kaputt gegangen. Und ich hatte dazu auch ein Video gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich verlinke das nochmal am Ende dieses Videos. Jedenfalls ist das Zahnrad, was auf dem Diff sitzt, in mehrere Stücke zersprungen. Und da dachte ich mir, wie fährt sich denn so ein XB4 eigentlich als 2WD? Ich habe die vorderen Antriebswellen, das vordere Differential natürlich und die mittlere Welle, die nach vorne geht, rausgenommen. Und jetzt werden nur die Hinterräder angetrieben. Witzigerweise hatte X-Way sowas sogar mal selber gemacht, denn es kam der erste XB4 2013 raus und sie hatten erst 2016 den ersten 2WD und dann hatten sie für 2014 und 2015 einen 4WD, einen XB4 2WD angeboten. Und das habe ich jetzt im Prinzip nochmal gebaut. Das Auto selber, das ist halt die Version 2020, die erzeugt insgesamt sehr wenig Grip, muss man sagen. Ich hatte da auch mal meine Erfahrungen mitgemacht, als ich da bei EOS war, draußen auf Kunstrasen in Andernach und den ganzen Tag war der Rasen nass und ich konnte machen, was ich wollte, auch am Setup oder sonst was. Das Auto hat sich pausenlos nur gedreht und war praktisch unfahrbar. Das macht es natürlich sehr agil auf High Grip. Jetzt, wo man die Vorderachse praktisch nur noch, die läuft nur noch mit und erzeugt selber keinen Vortrieb mehr, merkt man das natürlich, weil man sieht das beim Rausbeschleunigen, dass da doch mit dem Heck weggeht und die Kraft nicht richtig gut auf den Boden bringt. Ich habe jetzt aber auch nichts am Setup geändert, da könnte man dann nochmal gucken, ob man da zukünftig das nochmal verfeinern will. Und vielleicht kriegt man das ja noch ein bisschen stabiler. Vorne sind auch diese neuen Schumacher Vorderräder drauf, die Fusion, die also die an der Seite nur noch diese Stagger haben und in der Mitte Pins. Die sind natürlich auch nochmal aggressiver als die normalen Cut-Stagger. Und da wären vielleicht die normalen Cut-Stagger dann sinnvoller. Es wäre durchaus mal interessant, jetzt mit diesem Fahrzeug an einem Wettbewerb teilzunehmen, weil reglementtechnisch ist natürlich alles erfüllt. Man kann ja, ein 2WD kann ja so aussehen, wie er will. Und ja, solange die Vorderachse nicht mit angetrieben ist, gilt er ja als 2WD-Buggy. Wie gesagt, da müsste man nochmal das Auto noch ein bisschen besser setupen, falls man das rausholen kann. Man müsste es mal vergleichen noch mit meinem alten XB2. Also das ist ja auch die 2016er Version, die ich da habe. Also die schon auch recht alt ist, muss man ja sagen. Und gucken, welche Version der schneller ist, der XB4 2WD oder mein alter XB2. Man könnte sich natürlich auch einfach machen und einfach mal einen neuen Buggy holen und was Aktuelles fahren. Aber das kann ja jeder machen, das ist ja langweilig. Also mal sehen, was damit passiert. Ihr werdet es natürlich erfahren auf diesem Kanal. Also, wir sehen und hören uns. Bis denn, bye bye.